Ey Bro, bevor wir essen gehen, ja, müsstest du kurz die Blindfold aufsetzen. Oh mein Gott. Okay, Freunde, hi, was geht ab? Ich habe gestern den kompletten Tag damit verbracht, alle meine Freunde zu fragen, ob irgendjemand eine Idee hat, was Dominiks Lieblingsuhr sein könnte. Hi. Yo, Broski, ich versuche... hast du zufällig einen Plan, was Dominiks Lieblingsuhr ist? Das war so fucking unnötig, holy shit. Weil wir arbeiten jetzt schon seit mehreren Jahren zusammen und ich wäre wahrscheinlich nicht da, wo ich heute wäre, ohne ihn. Und er hat gerade am Anfang halt übelst viele Sachen einfach for free für mich gemacht, einfach weil er mich mochte. Und deswegen ist heute der Tag gekommen, wo wir ihm das Ganze zurückgeben. Also habe ich meine Freunde von Opera GX angerufen, ob sie Bock haben, mich bei dem Projekt zu unterstützen. Und tatsächlich haben sie ja gesagt. Falls ihr also Opera GX noch nicht kennt, Opera GX ist ein Gaming-Browser mit einem eingebauten VPN, komplett kostenlos. Einem Gaming-Release-Kalender, wo ihr komplett sehen könnt, welche Games neu rauskommen. Ihr könnt alles so designen, wie ihr wollt. Plus, ihr habt alle Erweiterungen, die ihr auch bei Google Chrome verwenden könnt, auch bei Opera GX. Und außerdem sind es auch unglaubliche Ehrenmänner einfach, die uns damals geholfen haben, $11,000 für eine Pokémon-Karte zu droppen. Also ladet euch Opera GX runter, erster Link in der Beschreibung, weil heute helfen die Jungs und Mädels mir bei dem wahrscheinlich größten Geschenk, was ich jemals gemacht habe. Das Problem ist aber nur, kein Mensch weiß, was deine Lieblingsuhr ist. Deswegen haben wir Trick 17 versucht. Und zwar habe ich unseren guten Homie Fabi gefragt, ob er Dominik fragen kann, ob er helfen kann, Fabis Dad eine Uhr auszusuchen. Und dann haben wir die Information, welche Uhr Dominik feiert. Hoffentlich funktioniert es. Oh mein Gott, Fabi ruft an. Yo, Bro, was geht ab? Moin. Hast du was rausgefunden? Ich weiß ja nicht, weil sein erster Satz war... Er interessiert sich eigentlich gar nicht für Uhren. Bro, fuck! Oh mein Gott, nein! Bro, bei Uhren muss ich ehrlich sagen, bin ich ziemlich raus. Oh. Da kenne ich mich fast gar nicht aus. Ist auch nicht so ein Interessensgebiet von mir allgemein. Oh nein, fuck! Ja. Okay, wir haben, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, Dominik feiert Uhren allgemein nicht so. Ich könnte ihm auch einfach so eine kaufen. Fuck it, ich mach's einfach trotzdem, oder? Ja. Okay, scheiß drauf. Ich habe jetzt überlegt, ich kaufe ihm eine, die geil aussieht, die ich geil finde, wo Marc denkt, die passt zu Dominik und die einen guten Wertanstieg hat. Ja, okay, klingt doch top. Auf Business. Okay, schöne Grüße an Marc. Als ob ihr euch kennen würdet. Ich kenne euch nicht. An dieser Stelle willst du dich auch mal bei deinen Abonnenten bedanken. Denn heute holt Papa Platte die teuerste Uhr ab, die ich jemals verkauft habe. Jo, das machen wir nicht. Nee, pass auf, wir brauchen eine Uhr. Die ist ein Geschenk für Dominik. Und die soll im besten Fall auch ein gutes Invest sein. Ich habe dir Bilder von ihm geschickt, ne? Da hast du so ungefähr einen Eindruck, was für ein Typ. Das war auch ziemlich süß, ja. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ich habe Marc diese beiden Bilder hier geschickt und meinte so, jo, das ist der Typ. Und dann haben wir uns endlich die ganzen Uhren angeguckt. Das ist jetzt eine Tudor Black Bay. Und dann noch mehr Uhren. Lagos Left Hand heißt sie. Und dann noch mehr Uhren. Das ist eine Air King, die hat den Zeiger und das Rolex. Bis wir dann am Ende die perfekte Uhr gefunden haben. Das hier ist so der große Bruder der Submariner. Hier haben wir ein Modell, was schon lange eingestellt worden ist. Und Preis-Leistung ist halt ja, einfach das Modell. Also wenn du jetzt an Rolex denkst, ist das eigentlich so die Uhr, die man im Kopf hat. Nur halt hier ist das feine Detail, dass sie halt keine Lupe hat. Wie teuer ist die hier? Die liegt jetzt bei 11,9. Boah, die ist schon heftig, doch. Was genau haben wir hier für eine? Und zwar Rolex Sea Dweller. Die nehmen wir. Die ist es. Die sieht geil aus und du meinst, das ist ein gutes Invest? Die nehmen wir. Die ist es. Geil. Du musst die wieder aufmachen. Freut mich, bis bald dann. Ich bin gespannt, ob ihm die Uhr gefällt, Alter. Ich bin so aufgeregt, wirklich. Ich glaube, ich bin mehr aufgeregt, als er sein wird. Wann bist du pennen gegangen? Um 3 oder so. Was hast du so lange gemacht? Ich habe noch Video geschnitten gestern. Okay. Und mir einen richtig kranken Weg. Boah, same. Ey Bro, bevor wir essen gehen, ja, müsstest du kurz die Blindfold aufsetzen. Oh mein Gott. Was zum Fick passiert jetzt? Das alles mit dem Essen war nur ein Setup. Gott, ich bin so essen, sowas. Okay, schau. Wir arbeiten ja schon sehr lange zusammen und sind schon sehr lange befreundet. Und du hast mich immer sehr viel unterstützt bei allem. Deswegen ist heute der Tag, wo ich dir was zurückgeben will. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt, Bro. Kannst du auch machen. What? Da ist ein Skorpion drin. Nein, Bro, da ist kein Skorpion drin. Digga, die sieht krank. Das ist nicht dein Ernst. Doch, Bro. Es ist auch actually nicht für den Vlog. Es ist wirklich einfach auch private, einfach weil du hast ultra viel gemacht so damals. Und du, ich hab dich ja nie dafür gepaid und so. Ich bin am Zittern. Oh, der Pass. Okay, das ist kein Geld. Ey, Digga, aber die wirklich, what the fuck, Mann. Oh, die passt sogar ziemlich, eigentlich perfekt, würde ich sagen. Oder die sieht wild aus. Oh, shit, Digga. Oh, shit. Ippie, mal mit der Roni. Ey.
schön, Mann. Ein Fettfleck von dir vorne drauf zu haben. Bro, shut up, ist nicht wirklich. Oh mein Gott, ist wirklich, oh mein Gott. Digga, man, es fühlt sich ganz unreal an. Ja. Die ist schön, Mann. Ey, Bruder. Ey, Broski. Bisschen Wein. Oh nein. Das ist voll süß, Mann. Aber das Zertifikat brauche ich auch, gell, dass ich resellen kann. Und mir ein richtig kranker Weg. Boah, same.